Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hi, mein Name ist Terry Benny Schmidt. Ich bin letzter Spieler bei den SC Eibig und ich stelle euch heute meine Träume vor. Wir fangen hier an beim Torwart Stefan Stange. Also zu Stange muss ich sagen, abseits des Platzes ein sehr, sehr lieber Mensch, auch auf dem Platz, super nett. Und dann gehen wir weiter. Auf der linken Position, auf der linken Verteidigerposition haben wir Manuel Guasch, den kenne ich persönlich auch ganz gut. Habe ich kennengelernt über meinen Cousin und sind dadurch Freunde geworden, haben zuletzt zusammen bei TSV Duvo 08 gekickt. Und ja, sehr, sehr erfahrener Mann, sehr, sehr herzlicher Mensch. Also ein Typ, der auf dem Platz ist, ein bisschen älter als ich, der dir hilft, der dich ein bisschen dirigiert, der dir zeigt, wie was wo richtig ist. Und ja, also ich finde, der hat sich auf jeden Fall verdient, hier in meine Traumelf zu kommen. So, Max Grönhagen ist bei mir der linke Innenverteidiger. Also wir werden uns auf jeden Fall nächste Saison in der Landesliga sehen. Und so, was ich gesehen habe auf dem Platz, ich habe mal ein paar Spiele gesehen, also dazu geguckt, ist mega geil, was er drauf hat. Und ich glaube, er hat sich auch mega verdient, also hier in meine Traumelf zu kommen. Auf der rechten Innenverteidigerposition haben wir Dennis Briese, auch ein sehr, sehr erfahrener Mann, hat zuletzt bei Rallstedt, auch bei TSV Duvo 08 gekickt, mit mir zusammen. Und sehr, sehr erfahren. Also technisch visiert, auch kann ein Spiel auch lesen. Nicht der schnellste, aber macht das halt durch seine Erfahrung, durch dieses Lesen des Spiels, macht er das wieder weg. Kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. René Gilles-Giesenberg. Er ist gerade nicht aktiv gerade. Also hat zuletzt bei den SC Concordia in der Landesliga gekickt, beim Oberliga-Aufstieg. Hat sich dann für die Arbeit entschieden. Also meinte er, also muss ein bisschen was an seiner Ausbildung feiern und meinte, er wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder angreifen. Für mich einer der besten Rechtsverteidiger, die ich kenne. Sehr, sehr ambitioniert auch. Also der will auch, der trainiert und der gibt auch immer 120%. Also der ist immer dabei. So, kommen wir zu den Sechserpositionen. Da sind wir bei einer meiner besten Freunde, Arthur Korko. Der spielt derzeit leider nicht in Hamburg. Den hat es nach Lüneburg gezogen und der kickt jetzt da. Aber ein super Sechser, physisch super stark, also manche verwechseln ihn meist auf dem Platz mit einem Boxer oder sowas dergleichen, also mega, also physisch mega stark, auch von der Ausdauer her super, auch eine tolle Technik und er geht auch super in die Zweikämpfe, hat er wahrscheinlich gelernt bei Werder Bremen in der Jugend. So, kommen wir zur nächsten Sechserposition, ist Marcel Pertz, ein sehr, sehr flinker Spieler, technisch visiert, kann eigentlich alles am Ball, also wie gesagt, also super flink, schnell. Und ja, der kann auch ein Spiel lesen, kann ein Spiel aufmachen, kann aber auch in die Zweikämpfe gehen. Und ja, also deswegen hat er sich auf jeden Fall verdient, in meine Traumelf zu kommen. Kommen wir zur linken Mittelfeldposition. Da haben wir den Hüseyin Tosun. Also zu dem Mann, also muss ich sagen, also das ist eine Granate auf dem Platz. Also beim SC Eibig hat er mich auf jeden Fall geprägt, also durch seine Art, durch seinen Humor, aber auch durch seine Spielart. Also er kann auf jeden Fall ein Spiel, er kann auf jeden Fall ein Spiel entscheiden. Ist immer brandgefährlich, technisch visiert, hat einen guten Abschluss. Und ja, also auf jeden Fall ein Mann, der überall, auf jeden Fall in jeder Mannschaft zu gebrauchen will. So, dann kommen wir im zentralen Mittelfeld, also in der Offensive, auf der Zehnerposition zu Süleyman Gavadi. Ich glaube, das ist für viele jetzt ein nicht bekannter Spieler, aber ich kenne ihn privat und auch auf dem Platz habe ich ihn oft gesehen. Und sehr, 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 sehr starker Spieler, also mit einem riesen Spielverständnis und der ist jetzt auch gerade zu dieser Saison zu Bramfeld gewechselt und ich glaube auch, der wird das auf jeden Fall rocken, egal auf welcher Position er spielen wird, aber die Lieblingsposition ist die 10 und ich glaube, das kann auf jeden Fall ganz gut spielen. So, kommen wir zur Rechtsmittelfeldposition, da haben wir Kevin Taylor, der Mitte der Saison zum Bramfeld SV zugestoßen ist. Das hat er mir noch alles gesagt, also dass er dann also privat trainiert hat und alles dafür, weil er noch nicht richtig fit war für die Landesliga, aber hat dann super eingeschlagen, hat eine enorme Schnelligkeit, sehr, sehr, sehr dribbelstark, physisch auch sehr, sehr stark und sehr, sehr ambitioniert. Also der will immer gewinnen, gibt immer 100% und der hat sich auf jeden Fall das verdient, hier in dieser Elf zu stehen. Wir spielen auch privat in der Halle und alles mögliche Fußball und unternehmen auch gerne was abseits des Platzes, also mega Typ. So, und dann kommen wir zur letzten Position. Das ist meine Wenigkeit, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber in meiner Traumelf möchte ich natürlich mit meinen Jungs zusammenspielen. Und ich denke, ich habe mir das auch irgendwie verdient. Also ich habe auch meine Qualitäten, aber dazu möchte ich nicht sagen. Also das klingt so ein bisschen arrogant, aber ich glaube, so ist das schon richtig. Und ich glaube, mit der Elf werden wir es rocken. Und das war meine Traumelf. Danke. Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. We'll be right back.